Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur ersten Session der McCoon 2014. In dieser Session geht es um das Test-Komplett-Paket. Dabei geht es darum, wie wir bei Bild unser größtes Produkt bisher testen und demnächst testen wollen. Dafür als ersten Punkt vom Ablauf: Warum testen? Ist es wirklich notwendig? Als zweites: Unsere Infrastruktur und wie wir das Ganze in kürzester Zeit aufsetzen können. Und als letzte Punkte unsere Logiktests und die automatisierten View-Tests, die wir bereits im Einsatz haben. Warum testen? Viele werden sagen, Test schreiben kostet unheimlich viel Zeit. Die Hälfte der Zeit sitze ich daran, einfach nur Tests zu schreiben. Da könnte ich viel mehr Features schrubben in der Zeit. Ja, aber wir haben insgesamt auf einem Produkt knapp 4000 Commits pro Jahr. Das heißt, wir haben 4000 Möglichkeiten, viele Fehler einzubauen. Und dementsprechend müssen diese alle hinterher wieder gefunden werden, was auch Zeit kostet. Ein Punkt, warum Tests auf jeden Fall wichtig sind. An welchen Stellen konnten uns die Tests bisher helfen? Und wo haben sie so uns gefehlt? Ein Beispiel: XC-Unit-Tests. Eines Tages im Daily sagt ein Entwickler, durch die XC-Unit-Tests habe ich entdeckt, dass hier ein spezieller Fall vergessen wurde. Die XC-Unit-Tests helfen uns, dass wir alle Möglichkeiten, wie das Ergebnis einer Methode, einer Klasse rauskommen kann, finden. GH-Unit-Tests, da fehlt ja ein Overlay-Icon. Oh, wir sind gerade online gegangen mit einer neuen Version. Der Play-Button. Echt blöd. Sah zum Glück keiner, weil wo ein Icon fehlt, tappen ging trotzdem, kam was, alles schön, gab keine negativen Kritiken, aber sollte eben da sein. GH-Unit-Tests hätten uns diese sofort gezeigt. 10 Minuten, nachdem der Code eingecheckt war, nachdem der Fehler drin war. Und ein Beispiel für das dritte, Integrationstest, welche wir leider noch nicht automatisiert haben. Das ist ein Beitrag aus dem iPhone-Ticker letzten Jahres im April, gab es aber auch an vielen anderen Stellen. Bild gibt Entwickler-App versehentlich zum Download frei. Ja, wir haben eigentlich nur vergessen, einen Key richtig zu setzen beim Kompilieren. So schnell kann es gehen. Und damit war das komplette Debug-Menü reinkompiliert ins Produkt. Dementsprechend waren die Icons da und jeder konnte mal eine Runde einen Crash auslösen. Das ging natürlich gleich ordentlich rum. Bild-App crasht. Naja. Und dafür sind natürlich Integrationstests gut. Integrationstests sind dafür da, zu testen, wenn Button A geklickt wurde, wird folgender View gepusht und korrekt angezeigt. Naja, korrekt, dafür eher die GH-Unit-Tests, aber funktioniert die Transition als Beispiel. Hier wäre ein Negativ-Test perfekt gewesen, geht die Transition nicht. Ein weiterer Punkt, warum wir unbedingt ganz viel testen wollen. In der Vergangenheit haben wir immer 3 Monate lang entwickelt und nach 3 Monaten gingen dann die Tests los mit einem riesigen Katalog, der alle Features beinhaltete und das Payment, alles Mögliche, damit die App wirklich einen guten, qualitativen Standard hat, immer wenn sie zum Kunden rausgeht. Und wie wir gerade zuvor gesehen haben, trotzdem passiert es, dass Fehler rausgehen. Das heißt, wir hatten nur 4-mal im Jahr die Möglichkeit, mit einer App wirklich live zu gehen, ohne dass wir sagen, ja, wird schon klappen. Wenn wir das Ganze mit Continuous Integration gemacht hätten, können wir viel öfter rausgehen. Was heißt Continuous Integration? Das heißt, wir haben zum Beispiel die Version 3.1 und testen mehrfach täglich, unter anderem nach jedem Commit.
Zum Beispiel unsere GH-Unit-Tests, die laufen nach jedem Commit. Sobald jemand eingecheckt hat, laufen diese Tests komplett durch. Haben zwei schnell hintereinander eingecheckt, wartet der zweite und wird später getestet. Genauso läuft es mit den GH-Unit-Tests, die wir uns gleich nochmal genauer angucken. Und parallel dazu laufen Feature-Tests, die manuell sind, um zu gucken, ob die Implementation vollständig ist. So hätten wir die Möglichkeit, nach einer Iteration, nach einem Sprint, ein Produkt zu haben, was releasefähig ist. Was natürlich nicht heißt, dass wir jedes Mal releasen müssen. Wir wollen ja nicht Facebook und ähnliche alle zwei Wochen releasen und die Nutzer haben jede Woche 30, 40 Updates zu fahren. Aber wir hätten die Möglichkeit. Die Komponenten des Komplettpakets. Was beinhaltet es? Nochmal zusammengefasst. Als erstes die Logiktests, XC-Unit-Tests. Als zweites die GH-Unit-Tests, die View-Tests. Und das dritte, was uns im Moment in der Automatisierung noch fehlt, Colorbash-Integrationstests. Was aber das Wichtigste im Komplettpaket ist, ist natürlich das Team. Wir brauchen ein Team, ein agiles Team, was wirklich hinter dem Produkt steht und gerne auch Tests schreibt und weiß, warum sie gut sind. Und damit kommen wir zur Infrastruktur und zur Installation. Alle Tests bei uns werden auf einem Mac Mini gefahren. Nicht mehr. Klar, der hat eine Backup-Platte, aber eigentlich, so wie wir das Ganze aufgebaut haben, wenn er abraucht, okay, gehen 2-3 Stunden drauf, wir setzen es auf irgendeinen anderen Rechner neu auf und es läuft weiter. Und genau das möchte ich einmal kurz, da kommen wir danach dazu. Erst noch ganz kurz Infrastruktur, wie sieht's aus? Das iOS-Team committed ins Repository. Wir haben zwei Serverkomponenten, einmal die Xcode-Server und einmal die GH-Unit, den GH-Unit-Server, den wir selbst geschrieben haben quasi, aber nichts Großes ist. Wenn diese beiden durchlaufen sind, werden aus dem GH-Unit-Server die Ergebnisse aggregiert, dass wir eine schöne Ansicht haben, wo wir sofort sehen, wie sind die Tests abgelaufen, ohne viele spezifische Informationen, einfach nur läuft's oder läuft's nicht, und den Xcode-Server, der gleich das Ganze hinterher auch noch je nach Konfiguration zur Hockey-App hochlädt, um es intern verteilen zu können zum Testen und natürlich zum Bug-Tracking. So wie wir das Ganze aufgesetzt haben, haben wir 99% der gesamten Konfiguration im Repository. Die ganze Logik vom Server wird aus dem Repository herausgesteuert. Das Einzige, was nicht im Repository ist, sind die Bot-Konfigurationen, was, glaube ich, 4 Strings sind oder 5. Wenn ich so einen Server aufsetzen möchte, die meiste Zeit geht für die ersten Punkte drauf, klar, OS X installieren, Xcode installieren, den OS X Server runterladen, installieren und dann geht die eigentliche Arbeit los, das Modul im Xcode Server aktivieren, dann das Git Repository natürlich reinschieben auf den Server, Bots anlegen, kurz noch die Server Install SH starten und hinterher hoffentlich freuen. Um das Ganze mal zu visualisieren, ich wollte das ganz gerne eigentlich hier live zeigen, wie man mal kurz den Server aufsetzt, aber vorsichtshalber aufgrund der Netztopologie und so weiter habe ich das mal vorsichtshalber in einem Video zusammengefasst und werde was dazu sagen, damit wir nicht den Rahmen sprengen. Punkt 1, Server starten, den Xcode-Server. Da ist er. Dann als erstes das Xcode-Modul aktivieren, beziehungsweise das Xcode auswählen, womit die Tests durchlaufen, kompiliert werden sollen. Dann machen wir den Server mal an. Das dauert einen kleinen Moment, so 10, 15 Sekunden. Dadurch, dass im Hintergrund ein Webserver gestartet wird und alles Mögliche auch beim ersten Mal angelegt wird. Da ist er. Und als zweiten Schritt legen wir ein Repository an. Einfach aufs Plus drücken, kurzen Namen eingeben. Im Anschluss muss man noch, das ist hier nicht gezeigt,
kurz den Source Code natürlich reinschieben ins Repository. Und damit können die Entwickler schon starten. Der Server läuft. Jeder kann sich dessen bedienen. Wir gucken mal ganz kurz, ob er läuft. Denn er bietet ein Web-Frontend. Et voilà, da ist er. Natürlich nackig, weil wir haben noch keine Bots angelegt. Wir haben ihm nicht gesagt, was er tun soll. Aber genau das machen wir jetzt. Wir legen also einen Bot an mit dem Plus oben rechts. Dafür brauchen wir dann kurz noch den Namen des Xcode-Projects der Datei. Das ist der Projektpfad relativ zum Root des Repositories. Als zweites müssen wir ein Schema angeben, also eine Konfiguration, wie gebaut werden soll. Wir haben bei uns im Projekt, glaube ich, insgesamt 8 verschiedene Varianten, wie gebaut werden kann. Das sind einfach Konfigurationen im Xcode. Geben dem Ganzen noch einen Namen. Das Ganze soll sofort gleich mal integriert werden und gespeist werden aus dem Repository, was wir gerade angelegt haben. Er braucht nicht archivieren und er soll das bitte nach jedem Commit ausführen und bitte nicht bereinigen, weil bereinigen heißt, er holt sich jedes Mal, wenn er baut, das Repository komplett neu, kompiliert es komplett durch und das dauert natürlich deutlichst länger. Und er soll die Tests bitte auf allen Simulatoren ausführen. Hier hat man die Möglichkeit, dass man noch Mails bekommt, falls es fehlgeschlagen ist so und so weiter, aber das brauchen wir bei uns nicht. Und damit haben wir den Bot angelegt. Der legt auch gleich los, weil wir es ihm gesagt haben. Er lädt zuerst die Quellen, danach integriert er und dann ist er irgendwann fertig. Dauert beim ersten Mal natürlich ein bisschen. Deswegen lassen wir den hier im Hintergrund mal ein bisschen arbeiten. Das war der erste Teil. Damit ist Xcode, die Xcode-Komponente vollkommen installiert. Die laufen. Und wir können uns dem zweiten, dem GH-Unit Server widmen. Dafür gehen wir einfach ins Repository und wir haben uns da ein Scripts-Verzeichnis gebastelt, wo alle unsere Command-Line-Skripte drin sind. Und da haben wir einen Server-Install. Wir geben kurz das Passwort ein für Root, damit wir alle Rechte haben. Das gucken wir uns nachher im Detail noch mal ein bisschen an. Und schon beginnt er damit, die Zertifikate zu installieren. Wir haben es bei uns so gemacht, dass wir sowohl Zertifikate als auch Provisioning Profiles komplett im Repository haben. Vorteil davon ist, es fällt aus, dass ein Entwickler hat das Zertifikat und stellt das in den Settings ein und der andere das und so weiter und dann kämpft man gegenseitig, wer mit welchem Provisioning Profile und so weiter arbeitet. Deswegen alles dort drin und wie wir sehen, Zertifikate wurden gerade installiert. So, er kopiert das Ganze jetzt nach /server, wo der GH-Unit-Server dann heraus arbeiten wird. Wo ist er? Ja, jetzt ist er gleich fertig. Git wurde mitkopiert, das brauchen wir unbedingt. Und als letztes bittet er uns darum, dass wir eine Domain anlegen. Auch dafür gehen wir wieder in unseren Xcode-Server. Der bietet uns das alles glücklicherweise. Aktivieren Websites und fügen dort eine neue hinzu. Domain-Namen nehmen wir einfach Localhost. Das akzeptiert er immer, glücklicherweise. Sagen Port 8080, weil der Port 80 wird ja schon vom Xcode-Server belegt. Wählen den Ordner aus, der gefordert war. Und fertig haben wir einen neuen Webserver. Das war's mit der Installation. Von nun an laufen alle Tests aus dem Repository heraus. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe vorhin schon mal von den aggregierten Testergebnissen gesprochen. Das ist unser Ergebnis, so wie wir es im Raum visualisiert haben. Wir hatten zuerst immer den Xcode-Server mit seinem Web-Frontend
aber eben viel zu viele Informationen, besonders wenn wir 8 Bots haben und die werden nacheinander angezeigt. Und wenn ich die Ergebnisse von meinem Bot, in der für mich wichtig ist, sehen wollte, muss ich elendig warten, bis ich da mal dann dran war oder musste das Ding selber öffnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen uns das alles raus und zeigen das gemeinsam an. GH und XCUnit. Und genau das gucken wir uns einmal kurz an. Da sind wir. Eben sah es irgendwie noch besser aus, da war alles grün, angenehm. Wir haben hier natürlich so ein paar Fehler, die habe ich natürlich mit Absicht reingebaut, damit wir mal sehen, wie es aussieht, wenn etwas Falsches eingecheckt wurde. Da sehen wir hier, wir haben insgesamt 91 GH-Unit-Klassen. Hier unten fehlt leider die Coverage. Das ist ein Problem mit dem Compiler. Der liefert uns leider im Moment keine Coverage. Bis iOS 6 oder Anfang 7 hat das Ganze funktioniert mit dem alten Xcode, aber im Moment kriegen wir die Zahl einfach nicht mehr zuverlässig raus, deswegen lassen wir sie ganz weg. Und dann gehen wir mal in die Details rein. GH-Unit. Da sehen wir hier alle unsere Tests. Oder zumindest die, die ich heute mitgenommen habe. Sonst hätte das Ganze noch ein bisschen länger gedauert. Und hier haben wir die fehlgeschlagenen, damit wir die schneller kriegen. Machen wir das mal so. Und wir sehen, Newsticker Widget Controller. Da scheint es ein Problem zu gehen. Jetzt sehen wir hier leider nicht, was genau das Problem ist. Wir sehen nur, View has changed. Das Bild, was jetzt gemacht wurde beim Testen vom View, entspricht nicht mehr dem, wie es beim letzten Test war. Und dafür gehen wir mal in das Ganze rein. GH-Unit-Test ist ein Target von uns. Das ist eine App, die sowohl das Framework von GH-Unit drin hat, als auch unsere gesamten Sources. Starten das Ganze. Wer kennt GH-Unit und nutzt es vielleicht auch? 1, 2, 3, 4. Okay. Gut, da haben wir es. So sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt hier leider so ein paar Fehlermeldungen, die daher kommen, dass wir normalerweise immer irgendwie Internet haben an unserem Server offensichtlich. Und da wurde eine Stelle offensichtlich nicht vollständig gemockt. Deswegen kommen ja so ein paar Meldungen. Und wir sehen 6 Failures, genau wie wir auf dem Server gesehen haben. Und genau die können wir uns jetzt angucken. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir draufklicken. Das ist das alte Bild, das wir mal verifiziert haben, wo der Entwickler gesagt hat, ja, so soll das aussehen, wenn dieser View gerendert wird. Das neue sieht allerdings so aus. Ein Diff gibt es auch noch, aber meistens sieht es nicht schick aus. Jetzt können wir natürlich Approve sagen, damit würde dieser Test quasi valide sein. Aber es ist es eben nicht. Deswegen gehen wir mal rein. Wir haben ja schon gesehen, wir müssen in den GH Newsticker Widget Controller. Ich muss mal ein bisschen was ausblenden. Alles etwas sehr groß. Wir gehen mal in die Implementation. Und da sehen wir schon, ich habe es jetzt extra leicht gemacht. Wir haben hier eine Row-Height. Und die hat offensichtlich irgendjemand mal auf 29 statt auf 19 geändert. Korrigieren wir das Ganze mal. Committen das. An den Server. Führen unsere Tests nochmal durch. Und damit sollten alle Tests in GH-Unit wieder grün sein. Jawohl.
Das ist GH Unit. Eigentlich recht simpel. Zu dem Problem kommen wir am Ende. Jetzt. Kleines Problem. Ich muss. Normalerweise die GH-Unit-Tests laufen ja alle Viertelstunde. Jetzt haben wir es 20. Das heißt, wir müssten jetzt 10 Minuten warten, bis die wieder laufen. So lange wollen wir natürlich nicht warten. Deswegen starte ich die einmal manuell. Los geht's. Und in der Zwischenzeit können wir uns schon mal angucken. Das zweite. Die GH-Unit-Tests haben wir theoretisch gefixt. XC-Tests unter Details, da bekommen wir ganz normal den Xcode-Server. Wie wir sehen, beendet mit Fehlern, klar. Das und dann gehen wir einmal auf unseren letzten Durchgang. Da ist er. Wo wir alle Tests sehen und wie vorhin schon gesagt, wir testen das Ganze nicht auf einem Gerät, nicht auf einem Simulator, sondern auf ganz vielen. Und das ist auch wirklich notwendig. So. Leider hat der WebView hier keinen schönen Filter, wo man einfach sagen kann, blend mal alle grün aus. Ich will eigentlich nur die roten wissen. Der Rest weiß ich ja, dass er funktioniert. Und wir sehen, in XC-Videos gibt es ein Problem. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. XC-Videos M. Ich hoffe, dass das deswegen war, weil der Simulator gerade noch lief oder irgendwas. Ja, da ist er. Und schon haben wir unseren Fehler. Das auch schon. Wir sehen, dass hier im Test getestet wird. Sekunde. Leider ist es nicht so richtig schön sichtbar hier, aber was wir versuchen ein Model zu füllen, zu initialisieren mit einem JSON-Dictionary und hinterher wollen wir testen, stehen die entsprechenden Werte unter den entsprechenden Properties bereit. Gehen wir mal rein. Nein. Sekunde. Na. Da haben wir es. Die Properties, die Header werden okay sein. Also gucken wir mal nach. Ja, wir haben einen Keymapper. Da werden die JSON-Keys einfach auf Keys intern gemappt. Und wie man sieht, irgendjemand hat einen anderen Key eingegeben. Wenn wir hier jetzt also das Ganze korrigieren. Zack. Das Ganze einchecken. Und zum Server pushen. Wie wir sehen, er läuft gerade schon los. Wahrscheinlich hat er gerade gemerkt, oh, da wurde vorhin schon mal eingecheckt. Ich breche das mal ab, damit wir das mit dem letzten Commit starten können. Los.
Los geht's. Das dauert natürlich einen kleinen Moment, aber was gut ist, man sagt ja ungefähr, 10 Minuten, nachdem jemand etwas committed hatte, sollten alle Tests ausgeführt worden sein und der Entwickler Bescheid wissen, wo er einen Fehler gemacht hat, weil er sonst aus dem Kontext einfach schon raus ist. Dann muss er sich erst wieder einarbeiten und dann dauert es wieder noch länger. Das schaffen wir insgesamt, glaube ich, sind wir, wenn wir alle Tests fahren, im Moment bei circa 3 bis 4 Minuten, was schon richtig super ist, aber noch optimiert werden kann. So, dann starte ich mal gleich nochmal die GH-Unit-Tests, damit wir unser Testergebnis sehen können. Das gucken wir uns am besten am Ende an. Jeder wird mir wahrscheinlich glauben, dass die Tests danach alle grün sind. So, und damit gehen wir mal zu unseren beiden essentiellen Skripten. Scripts. Und zwar, 2 Stück habe ich euch schon vorgestellt. Server Install haben wir vorhin schon mal durchlaufen lassen. Und da haben wir es. Das Ganze besteht eigentlich aus nicht viel. Ich scroll mal kurz runter. Wie man sieht, hier unten ist es schon zu Ende und wir haben sehr, sehr viele Kommentare drin. Das Ganze macht nichts weiter, als kurz zu gucken, sind wir im richtigen Verzeichnis, um die Installation zu starten. Danach werden kurz ein paar Rechte gesetzt, damit wir später dann die Provisioning-Profiles auch an die richtige Stelle kopieren können. Dann brauchen wir das Passwort für die Zertifikate, installieren diese danach. Als nächsten Schritt wird ein Cronjob angelegt und ein paar Verzeichnisse. Der Cronjob ist dafür da für die GH-Unit-Tests, dass die eben alle Viertelstunde, immer genau 0, 15, 30, 45, ausgeführt werden. Das wollen wir später nochmal so machen, dass das natürlich an den Commit rangehangen wird, dass es wirklich immer instant passiert. Und damit sind wir schon fast am Ende. Wir kopieren ganz kurz das gesamte Projekt inklusive des Git-Verzeichnisses nach tilde Server oder je nachdem, was wir in die Variable reingeschrieben haben und geben kurz noch für das Aggregieren der Testergebnisse ein paar Rechte, damit wir auf die Ergebnisse vom XC-Test vom Server zugreifen können, weil diese normalerweise unter der Gruppe Teamserver laufen. Das war's mit der Installation. Wie werden die Tests ausgeführt? Wir benötigen für das Ausführen der Tests eigentlich nur so ein paar Environment-Variablen. Zunächst, dass die Tests bitte auf der Kommandozeile ausgeführt werden und nicht die komplette grafische Umgebung, wie wir sie vorhin bei GH-Unit gesehen haben, gestartet wird. Dann, dass die Tests automatisch starten, dass bitte die Ergebnisse als JUnit XML rausgeschrieben werden und wieder mal noch ein paar Verzeichnisse, wo wir temporär unsere Ergebnisse hinschreiben. Dann wird das gesamte Repository, wie vorhin genannt, geupdatet. Und speziell für GH-Unit die App gebaut. Ganz wichtig hierbei, das muss man natürlich immer wieder anpassen. Da muss man auf jeden Fall auch darauf achten, dass wenn man an 2 verschiedenen Plätzen testet und einmal kompiliert der Server und einmal kompiliere ich, man sollte ungefähr das gleiche Umfeld haben. In dem Fall eben ein iPhone Retina 4-Inch. Den Simulator zu starten kann man theoretisch selber machen, aber es gibt auf GitHub ein wunderschönes Projekt, das nennt sich iOS Sim, mit dem man von der Command-Line einfach den Simulator startet, sagt ihm bitte, welche App er starten soll im Anschluss und dann macht er das.
Und wunderschöne Parameter, man sagt ihm einfach Retina, das Große, und dann weiß er schon, welches er nutzen muss. Wie bitte? Ja. Ich hatte gehofft, dass die Frage nicht kommt. Ja, kommt mit auf die Liste der Probleme. Das hier würde ich ganz gerne überfliegen. Das ist im Moment noch im Entstehen. Da wollen wir ganz gerne die Bilder mitkopieren. Wir haben ja vorhin die Ergebnisseite gesehen und auf der Detailseite, welche Tests rot waren. Da wollen wir natürlich ganz gerne auch das Bild vorher und nachher drin haben, damit wir den Test nicht nochmal starten müssen, damit das Ganze schneller geht. Und zu guter Letzt, wir haben ein Command-Line-Tool geschrieben mit Objective-C, was die Testergebnisse nimmt, sowohl XC als auch GH, und baut uns daraus die Website. So, jetzt gucken wir mal, ob unsere Tests durch sind. Das sieht ja schon mal gut aus. Da der Rechner laut wird, gehe ich davon aus, dass die GH-Unit-Tests hier kurz vorm Ende sind. Die Seite wird einmal in einer Minute automatisch aktualisiert. Auch eins der Probleme, Safari cached unheimlich. Man denkt, oh, ist ja noch alles rot. Ja, nee. Er hat bloß beim Reload irgendwie, war er der Meinung, ach, kenne ich alle schon. Gut, ich glaube, das gucken wir uns noch eine Minute später an. 32 haben wir es. Ich glaube, so 33, 34 wird er fertig. Und damit kommen wir zu dem Problem. Problem Nummer 1. Jedes Mal, wenn Apple auf die Idee kommt, ein neues Major Release rauszuschicken, heißt es für uns GH-Unit-Tests updaten und OCMOG updaten. Ganze natürlich Community getrieben und dementsprechend meist doch etwas hinterher. Wir haben mittlerweile damit begonnen, dem Produkt auch eigenen Source Code hinzuzufügen, also beim Update zu helfen nach Xcode, nach dem iOS Update. Aber im Normalfall dauert es so ungefähr 2 Monate, nachdem das neue iOS raus ist, bis wirklich eine stabile Version da ist und man switchen kann mit GH-Unit beziehungsweise OCMOG. Da haben wir im Moment auch ganz viele Probleme mit. Also von unseren Tests schlagen im Moment aufgrund des letzten Updates, glaube ich, 180 fehl. Deswegen haben wir das mal kurz rückgängig gemacht und warten, bis das stabil ist, beziehungsweise wir setzen uns da teilweise selber mit dran. Als nächstes, GH-Unit auf der Command-Line verhält sich doch etwas anderes, als wenn wir das Ganze wirklich starten wie vorhin im Simulator. Beispiel, in der Command-Line gibt es ein Nil, wenn wir Your Application Shared Application abrufen. Kommt ja schon manchmal vor, dass man sowas im Projekt hat. Solche Sachen muss man an der Stelle leider lernen, immer umschiffen, damit es sowohl auf dem Server als auch am Entwicklerrechner immer grün ist. Auto-Layout, auch ein größeres Problem. GH-Unit macht ja nichts weiter, als ein View zu erzeugen und dann quasi ein Foto davon. Problem dabei ist, das ist etwas anders, als wenn wir es wirklich richtig in die App reinmalen würden. Teilweise haben wir die Probleme, dass wir um unsere Views, die wir testen wollen, eben noch ein View drumherum legen müssen, damit wirklich alle Constraints erfüllt werden können. Und es muss ebenfalls müssen Methoden aufgerufen werden, manuell wie setNeedsLayout if needed und updateConstraints if needed. Und das Ganze muss auch in der richtigen Reihenfolge passieren, sonst kommen da die schrägsten Sachen raus, die man garantiert so nicht haben wollte. Dann macht der Test eigentlich mehr Ärger, als er fast bringt. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht es schon. Und ein Problem, das wir auch noch haben, das habe ich den ganzen Abend verschwiegen. Morgen. Es gibt einen Xcode Server 3.2.1. Der sieht anders aus. Der sieht komplett anders aus.
Er ist komplett weiß und zeigt nur noch Testergebnisse an und man kann nichts mehr einstellen, man muss alles über Xcode machen. Und Xcode, das ist genau das Problem, was ich hier zum Beispiel gerade habe. Xcode kann man normalerweise seine Bots wunderbar konfigurieren und man kann schön die, die Tests, die nicht fehlgeschlagen sind, ausblenden und so weiter. Blöderweise funktioniert die Anbindung an den Server nicht immer. Wie jetzt hier zum Beispiel in dem Setup. Dementsprechend, wir werden von dem Update die nächsten Monate auf jeden Fall die Finger lassen und es wird auch eine ganze Weile aus der Erfahrung heraus dauern, bis Apple da eine Version rausbringt, die nicht nur anders, weniger, sondern auch bugfrei ist. Also die ersten Versionen von Xcode Server, die Xcode Komponente im OS X Server, war sehr buggy. Hat viele Probleme gemacht und mittlerweile die letzte Version, die ist so, dass man sagen kann, ja, kann man aufsetzen, macht Spaß, läuft auch. Ja. Haben wir einen anderen Browser drauf? Nein. Die Tests sind durch, die sind grün, aber Safari cached mal wieder, wie blöd. Gut. Gibt es dazu noch Fragen? Kellerbash, wo das ins Spiel kam. Wie schon gesagt, da sind wir leider noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Das Ganze funktioniert schon einigermaßen auf der Command Line, sodass wir das ausführen können, macht aber mehr Probleme, als wir wirklich wollen im Moment. Deswegen habe ich es heute hier auch rausgelassen, weil mehr buggy als schön. Pangea Unit Test läuft jetzt immer nur ein Simulator in einer iOS-Version durch oder habt ihr da mehr? Ja, so haben wir es aktuell. Klar, das kannst du natürlich beliebig erweitern. Wir haben die Version gebaut. Du hast ja gesehen, mit iOS Sim habe ich dann den Simulator gestartet. Da könntest du natürlich auch andere Versionen noch parallel hinterher starten lassen, dem neues Verzeichnis geben, wo er seine Ergebnisse abspeichern soll. Und dementsprechend könnte man da auch alle Simulatoren fahren. Mich würde interessieren, ob ihr auch den Jenkins zum Beispiel schon mal evaluiert habt zum Bauen und Testen. Ja, Jenkins hatten wir ganz am Anfang. Der Vorteil, den wir gesehen haben, das zu nutzen, also Xcode Server, damit haben wir begonnen, bevor wir mit den GH-Unit-Tests die automatisiert haben, war die super Integration eigentlich in die Entwicklungsumgebung, die Apple da geschaffen hat. Bei uns funktioniert das, dass man die Bots steuern kann und dass man die Ergebnisse von jedem Arbeitsplatz aus sehen kann. Und es ist einfach echt super, dass ich einfach nur in meinem Xcode mir den Bot nehme, sage, welcher Test ist fehlgeschlagen und komme direkt zum Code an die Stelle, wo der Test fehlgeschlagen ist, kann den Test nochmal ausführen, wenn ich möchte, als separaten Test und so weiter. Ein Riesenvorteil. Habt ihr da verschiedene Frameworks probiert, wie zum Beispiel FB-Snapshots oder Integration mit CocoaPods und so Sachen? Also wie sieht sowas aus? CocoaPods nutzen wir. An der Stelle, ja, wir kompilieren die einfach rein. Ja. Macht die Integration Probleme dabei oder läuft einfach das so? Das wird ja einfach reinkompiliert am Ende, wie jedes andere Framework. Und wir machen das aber auf jeden Fall natürlich so, dass nicht der Server anfängt, sich die Sources zuerst vom Projekt zu ziehen. Dann fängt er an, CocoaPods durchzulaufen, holt sich die anderen Sources, kompiliert das durch, dann unser Produkt, bringt nur Probleme. Einfach, sobald, wenn man CocoaPods nutzen möchte, sich ein Framework reinziehen, das ins Produkt reinschieben. Und bei Belieben updaten. Und Alternativen für GH-Unit habt ihr nicht, oder? Nein, dafür haben wir jetzt keine Alternativen gefunden, genau. Aber abgesehen von den Problemen, die wir haben, läuft es eigentlich ganz gut.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ihr kopiert die Zertifikate und die Profile immer in das Xcode-Projekt rein, dass das genau. Im Endeffekt jeder hat. Und in der Schlüsselbundverwaltung habt ihr dann wirklich Zertifikat plus Schlüssel drin von jedem? Oder, also wenn alles reinkopiert wird? Nicht von jedem, von einem. Wir haben extra das so gemacht, dass es wirklich nur von einem ist. Normalerweise hat ja jeder Entwickler im Team sein eigenes. Aber wie vorhin schon gesagt, hat in der Vergangenheit immer zu Problemen geführt, besonders bei der Konfiguration des Builds, dass der eine seins hat. Also wir haben Shared Schemas. Und diese Shared Schemas haben natürlich eine Setting und nicht für jeden Nutzer, für jeden Entwickler eine Setting. Aber wir hatten bei uns anfangs auch das Problem, muss ich ganz klar sagen. Und irgendwann sind wir halt hingegangen, haben gedacht, okay, wir haben ein bestimmtes Profil für ein Projekt, da sind die ganzen Entwickler aufgelistet und das war's. Das Projekt ist ausgewählt und das Zertifikat kann auf Automatik gestellt werden und dementsprechend, was ich im Schlüsselbund drin habe, zieht er sich dann immer selber. Da muss ich halt die ganzen Sachen nicht kopieren. Ich denke mir halt, dass es ein bisschen, kritisch ist, wenn jetzt Kollegen oder so oder von mir jetzt auch externe Leute plötzlich meine kompletten Zertifikate bei sich drauf haben, nur damit sie das nicht immer umändern müssen. Ja, es geht dabei bei uns um ein Produkt, wo jeder seine Zertifikate hat und davon abgesehen haben wir auch eine ganze Menge Zertifikate in dem Produkt. Wir haben Enterprise, wir haben und so weiter. Ne? Also für uns hat sich das bewährt jetzt in der Vergangenheit. Habt ihr schon mal die Frameworks Kiwi oder KIF evaluiert? Nein. Gut. Wieso also kann ich, drauf ich habe mir das angesehen. Oder nicht nachgeschaut? Anfangs angeguckt und mit dem jetzt recht zufrieden gewesen. Okay, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch White Labeling in eurem Projekt drin habt. Hier. Ah. Einfach eine Frage, habt ihr schon Erfahrungen bezüglich gerade diesen automatisierten UI-Tests, wenn dann halt ich verschiedene Targets habe, wo ich verschiedene Icons habe und so eine Geschichten, also White Labeling mein Produkt? Nee, wir haben ein Produkt, das wir rausschieben, in dem Sinne haben wir es nicht. Wir haben keine Klienten mehrere für ein Produkt. Gut, dann vielen Dank und viel Spaß bei den nächsten Sessions.